Hallo, da haben wir gerade ganz überraschend wieder eine neue Maschine. Optisch kennt ihr die Maschine, das ist die Mechanica Slim, aber jetzt nicht mehr in der Fassung 5, sondern 6. Es hat ein Update gegeben und die wurde erneuert. Da sind wir selbst überrascht worden von. Ich glaube, wir wissen das seit 2-3 Wochen, länger auch noch nicht. Und die Maschine hat ein Update gekriegt, was eigentlich auch wichtig ist und nicht unnötig ist. Dennoch überraschend, weil es immer noch die Mechanica 4 Profi gibt und die ist immer noch auf dem Level 4. Während hier jetzt das Level 6 erreicht ist und da hatten wir eigentlich erwartet, dass es erst ein Update von der Mechanica 4 Profi gibt, also die Variante mit Kipphebeln, die etwas breiter ist und dann eine Rotationspumpe hat. Aber da ist die 4 immer noch aktuell und wir haben jetzt diese hier bekommen. Von der haben wir schon ein Video gedreht vor einem Jahr, das ist das Slim 5 Video. Das ist eins der ersten Videos, die wir gedreht haben. Wir drehen seit ungefähr einem Jahr regelmäßig YouTube-Videos. Den Kanal gibt es schon viel länger, aber da haben wir vorher nicht wirklich genutzt, sondern manchmal so ein bisschen Zubehörsachen gezeigt. Und dass wir das viel machen, ist erst seit einem Jahr und das ist wirklich überraschend, was da passiert ist. Wir sind echt erstaunt. Es sind fast 900 Leute, die unseren Kanal abonnieren mittlerweile. Das Slim Video, habe ich eben nachgeguckt, hat ungefähr 11.000 Klicks. Das ist wirklich viel und mehr, als wir gedacht haben. Und ganz am Anfang haben wir noch echt, waren wir unsicher, ob wir das überhaupt machen. Und es hat Spaß gemacht, das zu machen. Und dann aber auch die Reaktionen von euch waren toll. Und man hat immer wieder Rückmeldungen gekriegt. Leute, die unter die Kommentare geschrieben haben, dass das Video voll fand, dass es hilfreich war. Die hier in den Laden gekommen sind und sich auf das Video berufen haben. Das macht schon Spaß, das zu sehen. Und da haben wir eine Menge Videos gemacht. Und jetzt ist schon ein Jahr um. Und wir haben ein Update von der 5er. Ich zeige euch die erstmal aufgeschraubt. Ich habe die Maschine vorne schon mal aufgemacht, wie damals in dem 5er Video auch. Ich zeige euch die kleinen Veränderungen, die es gibt. Es ist nicht so viel. Ich fange mal mit einer Kleinigkeit an, auch im 5er Video. Das haben wir jetzt erstmal noch online. Ist der Wassertank etwas anders? An sich identisch, nur dass hier das Material ein bisschen weißer geworden ist. Es wird irgendeine Veränderung im Kunststoff gegeben haben. Ich kann es nicht genau sagen, was sie da verändert haben bislang. Vielleicht schreibe ich es unter das Video, falls ich es nachher herausbekomme, was sich da geändert hat und schreibe das nochmal in die Infos von dem Video. Innen drin, wie immer, gleich geblieben. Hier ist ein Stöpsel drauf und hier in der Ecke, kann ich den nach vorne rutschen lassen, ist der kleine Magnet. Dieser Magnet hat hier oben so einen weißen Magnet und der muss bei der Maschine aktuell oben sein. Das ist aber nicht immer identisch für jede Maschine. Der muss hier hinten im Wassertank in der Ecke, in diese Führung, muss da auch genau so wieder eingebaut werden mit dem Stöpsel oben drauf. Ich mache ihn mal wieder drauf, damit auch die Maschine hier später mal funktioniert. Und dann wird das hier an dem Kontakt abgenommen. Und damit fühlt die Maschine quasi, ob noch Wasser im Tank ist und schaltet sich aus für den Fall, dass das Wasser zur Neige geht und nicht mehr viel da ist, dann wird die vorher abgestellt. Das ist wahnsinnig praktisch. Wenn man mal eine Maschine hat, die das nicht tut, sieht man, wie unpraktisch das ist, wenn die dann immer Luft saugt. Außerdem neu, wo wir gerade hier oben drauf sind, ist das Anti-Vakuum-Ventil. Jede Maschine hat das, aber früher war das offen und das bisschen Wasser, was am Anfang, während das schließt, daraus schießt, kam immer einfach auf die Maschinen. Mittlerweile ist das immer sauber mit einem Schlauch abgeführt und das hat jetzt auch die Slim bekommen. Diesen Schlauch und dadurch kann man es auch von außen sehen, ob es eine 5er oder eine 6er ist, weil die dann hier unten diesen Ablauf hat in der Schublade. Schublade habe ich bei dem Modell jetzt gerade nicht drin, aber hier ist dieser Ablauf von dem Antivakuumventil beim Hochheizen. Wenn sie um die 100 Grad liegt, hat man ungefähr, dann ist das erreicht und dann dampft es hier vorne ein bisschen raus. Und dann schließt sich das Ventil und dann geht es ganz normal weiter im Aufheizen. Aber das ist nicht der wirkliche Grund für das Update. Der eigentliche Grund für das Update ist die Temperaturwippe, die wir schon von der Pro 400 kennen. Ich zeige sie euch nochmal unter der Maschine. Ich kippe mal die ganze Maschine. Ihr habt hier eine Wippe, die hat drei Schaltfunktionen. Was da drauf steht, ist eigentlich vollkommen unwichtig. Steht natürlich in der Anleitung und so weiter. Aber letztlich entscheidend 120, 124, 128 Grad. Und da könnt ihr seitlich unter die Maschine packen. Das müsst ihr nicht sehen. Das könnt ihr einfach so kippen. Und das macht es sehr praktisch. Wofür braucht man das Ganze? Heutige Maschinen haben normalerweise viele Maschinen PID. Die PID kann dann eingestellt werden zwischen 120 und 130 Grad. Damit könnt ihr die Kesseltemperatur steuern. Davon abhängig ist am Ende die Temperatur der Brühgruppe vorne. Aber eigentlich haben Zweikreiser immer schon das Problem, dass sie erst den großen Dampfkessel warm machen. Ich habe hier ein Schaubild, ich hole euch das mal. Das ist zwar ein ganz anderer Kessel, aber nur mal, um das zu zeigen, es wird der große Kessel erwärmt. In diesem großen Kessel ist die Heizung hinten drin. Da, der ist halb voll mit Wasser und der wird etwa auf 125 Grad erwärmt bei den meisten Maschinen. Erst dann wird dieser Durchlauferhitzer erwärmt, diese kleinere Kammer hier. Und da drin steigt das Wasser auf,
in Richtung Brühgruppe, erwärmt die Brühgruppe, läuft zurück und kühlt wieder ab. Und dadurch zirkuliert das im Kreis und erwärmt die ganze Brühgruppe vorne. Jetzt kann man das nicht direkt hier steuern, die Temperatur, sondern man steuert die im großen Kessel. Und wenn man dann von 120 auf 125 springt, hat man Veränderungen bei den Maschinen. Die meisten Hersteller haben das früher fix voreingestellt und das war bei jeder Maschine ein bisschen anders. In den letzten Jahren haben die das alle aufeinander abgepasst, weil man versucht, dass mehr für Protokolle, dass nach einer bestimmten Zeit die Maschine auf der richtigen Temperatur ist. Aber ich versuche euch das mal zu erklären. Wenn man das mit 120 einstellt, das Ganze, dann läuft die Maschine, wenn man nach 2 Stunden Kaffee macht, ist sie ganz gut in der Temperatur und nicht überhitzt. Aber nach 25 Minuten oder nach 20 Minuten ist sie noch zu kalt. Also kann man sie auch auf 128 zum Beispiel stellen oder 130. Dann ist so eine Maschine viel schneller aufgewärmt, weil der große Kessel wird heiß, der erwärmt diesen kleineren Durchlauf und damit schneller die Brühgruppe. Das Problem, was man dann hat, ist, wenn man nach einer halben Stunde Kaffee macht, wunderbar. Wenn man dann die Maschine 2 Stunden stehen lässt und den nächsten macht, dann ist sie zu heiß. Und dafür müsst ihr flaschen. Das kennt ihr von der Brühgruppe, man muss die aufmachen und flaschen. Das können wir hier mal machen. Hier werde ich jetzt nicht viel haben, wahrscheinlich, weil ich habe die auf 120 stehen. Die läuft schon den ganzen Morgen und steht auf 120. Und wenn ich den jetzt nutze, dann kommt da ein bisschen kochendes Wasser, aber nicht so sehr. Ihr seht, das verkocht nicht, das verdampft da unten nicht und das ist nicht zu heiß. Die Maschine läuft schon seit Stunden und normalerweise würde das dazu führen, dass das eigentlich dampfend aus der Brühgruppe kommt. Wenn ich das jetzt auf 128 hochstelle, dauert das einen Moment und dann passiert das nachher. Das zeige ich euch gleich noch bei der Maschine. Was habt ihr davon? Das kann eine PID auch, da könnt ihr das auch verstellen. Macht ihr aber wahrscheinlich nicht. Das ist immer das, was dann passiert. Man hat eine PID, die stellt man einmal ein, 125 Grad, damit fährt man gut. Und dann ist auch okay, das funktioniert auch. Kann man hier auch machen, man stellt die auf 124 und belässt sie dabei einfach. Was man aber verändern kann, ist im Ablauf, wenn ich zum Beispiel immer nur morgens Kaffee trinke, ich mache die an und ich weiß, 20 Minuten später, 25 Minuten später möchte ich Kaffee trinken, dann stelle ich die direkt auf 128, dann kippe ich die auf 128, dann ist sie schneller heiß, schneller durchgewärmt, ich kann Kaffee machen und habe ordentlich Dampfpower, weil das den Kesseldruck erhöht auf ungefähr 1,4, 1,5 Bar sind die 28 Grad, das andere, die 0,9 ungefähr, habe ich bei 120. Und da pendelt natürlich auch der Dampfdruck mit. Wenn ich also morgens einen Kaffee mache, ich habe den ersten gemacht und überlege mir, ach, ich mache heute Homeoffice, die Maschine bleibt an, ich trinke ja in 1-2 Stunden den nächsten Kaffee, dann kann ich die runterstellen. Und dann könnte ich sie zum Beispiel auf 120 runterkippen, damit nicht die Brühgruppe die ganze Zeit zu warm wird. Und dann, wenn ich wieder Kaffee mache, gehe ich dran, das machen wir auch gleich im Anschluss, und dann kann ich überlegen, ja, ich fange an, mache den Kaffee, und währenddessen lege ich aber die Wippe wieder auf 128, weil die ist ganz schnell wieder im Druck hoch und ich kann besser Milch aufschäumen. Das machen wir gleich zusammen eben bei der Maschine. Genau, ich gehe noch mit euch das Zubehör durch, was dabei ist und zeige euch, welches es noch für neue Funktionen gibt. Wieder dabei ein 1er und ein 2er Siebträger. Es gab viele Videos, wo Leute gefragt haben, ob wir nicht mal mit einem 1er Siebträger Kaffee machen können. Das machen wir heute. Da kam auch direkt für mich eine Überraschung. Ich habe eben Kaffee vorbereitet und hatte irgendwie das Gefühl, da passt doch weniger rein als normalerweise. Und in der Tat, das Siebchen ist etwas kleiner. Normalerweise sagen wir im 1er Siebträger immer 11 bis 12 Gramm bei den Siebchen, die wir haben. Bei der Maschine sind es jetzt eher 10,5, habe ich eben mal nachgewogen, nachdem ich Kaffee gemacht habe, beziehungsweise nachdem ich getemmt hatte, habe ich es nochmal gewogen, das, was ich da drin hatte. Und das sind so 10,5 gewesen. Das ist etwas flacher als vorher, ist vielleicht auch nicht schlecht, weil der Spread zwischen einem 1er und einem 2er ist oft sehr groß. Der 2er hat um die 18 Gramm, also 9 pro Portion. Und der 1er hatte immer fast 12. 12 für eine Portion. Ist dadurch was ganz anderes. Ist aber auch dem geschuldet, dass es halt anders zusammenläuft. Da gehe ich jetzt nicht komplett endlos zu ein, aber der 1er Kaffee stirbt in der Branche so ein bisschen aus. Also vor allem in der Barista-Szene für zu Hause, benutzen den aber viele und gerne. Deswegen sind wir froh, dass der da immer noch dabei ist. Und wir benutzen den hier auch, aber auch da ist das etwas kleinere Sieb mal eine andere Herangehensweise. Sonst noch dabei, wie immer, ein Pinselchen. Dieser Schlauch, den erkläre ich kurz. Ihr könnt Wasserfilter verwenden, verschiedene. Und wenn ihr die anschließen wollt, könnt ihr das in der Maschine hier nicht tun, weil ihr hier hinten drin diesen Adapter habt und da ist ja kein Schlauch. Die Maschine kommt ja ohne Schläuche aus. Früher hatten die alle Schläuche, aber jetzt könnt ihr den Schlauch hier hinten anstecken und dann auf der anderen Seite einen Wasserfilter drauf machen. Was ihr aber auch nutzen könnt, sind Brita-Wasserfilter. Dann wird dieser Adapter umgeschraubt. Das zeige ich euch auch. Da gibt es so ein Set, das könnt ihr dann nachkaufen.
Und das sieht so aus hier. Ich packe es mal aus. Da ist eine Anleitung dabei. Ist auch nicht so schwierig zu verwenden. Und dann wird quasi, na, da ist noch ein Adapter, da komme ich gleich zu. So. Das Metallteil, was ihr hier unten seht, wird gegen dieses getauscht. Das wird da einfach eingeschraubt. Hier kann man die gleichen Dichtungen verwenden, aber es sind auch neue dabei. Und wenn ihr das angebracht habt an der Maschine, dann kommt da dieser Kunststoffring einmalig oben drauf. Der ist auch geklippt. Der wird dann, ich bin mir nicht sicher, Moment. Ich glaube, so rum da drauf geklippt. Und da drauf kommt dann nachher immer der Brita-Filter. Den zeige ich euch auch, den habe ich hier. Da stellt Brita extra für ECM-Filter her. Hier ist in jedem Paket eine Messskala dabei. Damit könnt ihr euer Leitungswasser prüfen, um zu sehen, wie lange ihr diese Filter verwenden könnt. Es besteht ein bisschen Uneinigkeit darüber, wie lange man diese Filter in der Maschine lassen kann. So. Hier seht ihr diese Filter, die werden dann nachher nur noch aufgeklippt und dann kann ich da das Wasser mit filtern. Wie lange das funktioniert, liegt natürlich daran, wie viel Wasser ihr habt, wie viel Wasser ihr verwendet, wie viel Wasser ihr da durchlaufen lasst. Ob das nur sonntags ist oder ob ihr jeden Tag für 10 Leute Kaffee macht, dann ist es vielleicht nur 2 Wochen, sonst vielleicht auch 3 Monate. Aber es gehen die Aussagen auseinander, wie lange man den da drin lassen kann. Und da weiß ich auch noch nicht die genaue Antwort drauf. Brita schreibt teilweise 1 Monat, während ECM3 angibt. In einer Kaffeemaschine ist es so, dass immer alles abgekocht wird an Wasser und das könnte auch da den Unterschied machen, wo das herkommt, dass das ungefährlich ist. Aber wenn man da vielleicht Babybrei mit kaltem Wasser zubereitet, was nicht abgekocht wird oder sowas, dann sollte der Filter vielleicht monatlich getauscht werden. Kann ich aber nicht genau sagen. Wir haben ihn aber getestet für uns und wir haben viele Tests damit gemacht, unter Wasser durchlaufen lassen, immer in großen Mengen direkt hintereinander und er ist nicht abgefallen, nicht sonderlich. Also auch wenn ihr große Kaffeebezüge habt, funktioniert der Reihe nach sehr gut und das hatten wir am Anfang etwas angezweifelt. Wir haben gedacht, wenn man viel Wasser hintereinander zieht, dann schafft er das nicht schnell genug, wenn man das da durchzieht. Aber das klappt sehr gut und das auch noch, nachdem er länger im Einsatz war. Damit haben wir ganz gute Ergebnisse. Den kann man auf jeden Fall verwenden. Wenn man in Köln wohnt, sollte man. Wenn man nicht ein anderes Wasser hat, sollte man auf jeden Fall irgendwie so einen Wasserfilter verwenden. Gut, es gibt noch 2 weitere Neuigkeiten bei der Maschine. Sie hat jetzt elektronisch noch 2 Funktionen bekommen. Das eine ist eine Präinfusion. Das bedeutet, wenn ihr einen Kaffee bezieht, läuft Wasser, aber nur für 3 Sekunden, stoppt wieder und dann geht es weiter. Dann wird der Kaffeesatz schon mal vorgefeuchtet. Das stellen wir gleich zusammen an der Maschine ein. Und das andere als Funktion ist eine automatische Abschaltung. Eco-Funktion nennt sich das. Da könnt ihr die einprogrammieren und dann schaltet die Maschine sich automatisch nach 90 Minuten wieder ab. Die geht dann auch wirklich aus, die kühlt dann runter. Wenn man sie nach 110 Minuten wieder anmachen würde, weil sie ausgegangen ist, ist sie super schnell wieder da. Auch nach, wenn es eine halbe Stunde aus ist, geht das immer noch sehr schnell, aber danach dauert das dann irgendwann natürlich auch wieder länger, die wieder hochzuheizen. Man kann das nur auf 90 Minuten haben bei dieser Maschine. Wenn man eine Techniker 5 beispielsweise hat mit PID, da könnt ihr das programmieren zwischen 30, 60, 90 bis 600 Minuten und entsprechend geht die dann erst nach 10 Stunden aus. Und ihr könnt sie zumindest so einprogrammieren, dass ihr sie, falls ihr sie ganz vergessen habt, dass sie nach 10 Stunden abschaltet. Das lässt sich da sicherlich sinnvoll machen. Ob ihr die 90 Minuten im Alltag gebrauchen könnt, das müsst ihr entscheiden. Aber ich glaube, sie sind auch am Anfang einprogrammiert und ihr könnt sie dann rein- und rausprogrammieren. Dafür gibt es diese Anleitung. Sieht komplizierter aus, als es ist. Es ist ein bisschen erklärt, dass verschiedene Kaffeesorten mit verschiedenen Temperaturen sich besser zubereiten lassen. Das bedeutet sehr helle Röstung, ein bisschen wärmer, dunkle Röstung zu anderen Temperaturen. Und da kann man natürlich diese Wippe auch für nutzen mit den 3 Temperaturstufen. Auch das lässt sich damit stark verändern. Also hier ist diese Wippe immer erklärt auch. Stufe 1, 0 und 2 nennt die sich. Aber das, wie gesagt, braucht ihr euch eigentlich nicht merken. Es sind 120, 124, 128 beim nach hinten kippen. Und dadurch ergibt es aber verschiedene Geschmäcker, die man aus dem Kaffee holen kann. Mit etwas heißerem oder etwas kühlerem Kaffeewasser. Und ihr könnt einprogrammieren eine Präinfusion. Ich zeige das jetzt mal hier hinten an der Maschine. Nochmal ganz kurz, wenn ich die Maschine anmache. Die pumpt und die läuft einfach so lange, ich habe es jetzt noch nicht einprogrammiert, solange ich Wasser beziehe, läuft die Maschine. Wenn wir das jetzt einprogrammieren, das habe ich mir eben schon mal angeguckt, muss der Schalter auf der mittleren Stellung sein. Die Maschine muss aus sein, der Brühhebel muss hoch sein. Dann muss ich die Maschine
einschalten. Ah, ich gucke es besser nochmal nach. Die Maschine einschalten und den Hebel, glaube ich, nach von. Ja, genau. Ich muss die einschalten. 3 Sekunden warten. Dann kippe ich den Hebel hier unten drunter von der mittleren Stellung nach vorne, quasi von 124 auf 120. Und lasse sie da stehen. Muss den Hebel wieder runter machen. Und damit sollte es einprogrammiert sein. Jetzt hat sie aufgehört. Genau, hat nochmal geblinkt. Jetzt gucken wir mal, ob es geklappt hat. Drei Sekunden. Nein, hat es nicht. Das heißt, ich habe es falsch gemacht. Wir machen das nochmal. Maschine aus. Wassertank muss halb voll sein. Ist er. Nicht unser Problem. Dann den Hebel hoch. Stellung auf 0, also auf die mittlere Stellung, das ist 124. Dann die Maschine anmachen. Nee, doch nicht. Doch, Maschine hier schon einschalten, das ist der Unterschied. Dann blinkt die Lampe. So ist es. Dann kippe ich den Schalter nach vorne und wieder zurück auf die Mitte. Jetzt sollte das bestätigt werden von der Lampe vorne wieder. 3 Sekunden leuchten und wenn ich jetzt den Hebel runter mache, sollte es soweit sein. So, testen wir mal. Wenn ich jetzt wieder die Pumpe anmache, läuft kurz Wasser. Ah ja, da ist eine Pause. Es läuft etwa 3 Sekunden, macht 3 Sekunden Pause und dann geht es weiter. Zeige ich euch auch jetzt gleich beim Espresso machen, wie sich das auswirkt. Wir haben die Maschine jetzt, wie gesagt, auf diesen 120 Grad stehen. Jetzt füllt sie den Kessel gerade ein bisschen nach, deswegen pumpt sie nochmal. Ich habe aber viel Wasser bezogen und sie hat gerade bezogen, deswegen ist sie sogar gefallen und hat hier nun 0,8, 0,75 Bar. Das bedeutet, die ist aktuell unter 120 Grad durch die großen Mengen Wasser, die wir gerade haben laufen lassen. Aber sie pendelt sich jetzt wieder auf 120 ein, weil wir sie da noch eingestellt haben. Jetzt kann ich die verstellen und sagen, okay, war jetzt kalt, wir wollen einen Kaffee machen. Ich stelle sie mal mindestens auf 124, wenn wir einen Espresso machen wollen. Wir mahlen mal Kaffee. Ich nehme heute den Einer Siebträger. Wenn wir aber nicht einen Espresso machen, sondern auch einen Cortado, dann können wir überlegen, okay, wir wollen nachher auch Dampfdruck haben. Und dann können wir auch sagen, während die Maschine jetzt läuft und ich gerade den Kaffee zubereite, ich kippe sie hier auf die 128, lasse sie ein bisschen höher heizen. Ihr werdet sehen, das geht sehr schnell. Das verändert dann die Brühgruppentemperatur noch gar nicht. So. Ich muss mich an die 10,5 Gramm gewöhnen. Ja. Die habe ich auf jeden Fall erreicht. Das ist sogar eher zu viel. Nee, dürfte aber gehen. Und das ist immer das, was wir mit unserem Temper noch mal ein bisschen nachprüfen am Ende. Ich bin nicht so, dass ich die Brühgruppe berühre und der Kaffee jetzt beim Eindrehen noch mal gequetscht wird. Das haben wir gerade so geschafft. Jetzt kann ich den Kaffee laufen lassen und ihr seht hier oben, die ist schon bei 1,4. Das verändert die Kaffeetemperatur noch nicht, weil das länger dauert. Jetzt lassen wir das laufen. Jetzt hat er schon Wasser bekommen. Jetzt dürfte der Druckaufbau beginnen und da kommt unser Kaffee. Und währenddessen einmal ein bisschen abdampfen, damit wir das Kondenswasser los sind. So, jetzt bin ich ein bisschen unpraktisch im Bild und jetzt schäumen wir auf mit den 128 Grad. Ihr seht, die Slim hat da richtig Power, wenn ich die aufmache. Da kann man auch ein größeres Kännchen problemlos mit erwärmen. Ich habe jetzt mehr Milch drin, als ich brauche, deutlich mehr. So, und stoppen wir das hier wieder. Und Temperatur erreicht. Wie immer, wenn ihr das außen nicht anfassen könnt, dann ist es schon zu heiß. Ihr solltet das noch anfassen können, das sollte man noch gut in der Hand halten können, um das die Milchtemperatur nicht kaputt zu machen. Ich habe keine Milch hier drin. Wir haben heute Sonntag und die normale Milch ist alle. Es gibt jetzt nur eine Hafermilch, die wir sonst auch immer haben, aber leider nicht die, die ich gerne trinke. Es gibt immer viele Varianten von Hafermilch. Und Hafermilch finde ich es manchmal ein bisschen schwer, wenn man die alle durcheinander trinkt. Wir haben normalerweise eine Barista-Variante, wo Hafer mit Soja gemischt drin ist. Heute haben wir aber eine reine Hafermilch, da finde ich, ist dann immer geschmacklich, ist immer ein bisschen so, dass das den Kaffee zu stark überlagert. Die mit Soja finde ich gut, aber da müsst ihr alle sehen, was ihr mögt und was ihr testet davon und was ihr probiert.
Genau, das ist jetzt eine Variante, die ist auch okay, wenn man sich daran gewöhnt hat, aber das ist auf jeden Fall keine, mit der man anfangen sollte, wenn man sich da umstellen will. Bei uns muss man das fast, weil im Kühlschrank ständig die normale Milch fehlt und Hafermilch ist immer da. Entsprechend stellen sich da alle der Reihe nach von selber ein bisschen um, aber wir versuchen auch immer für Vorführungen hier Kuhmilch zu haben und nicht nur Hafermilch. Ja, das jetzt mal so als Überblick der Neuigkeiten. Also die Neuigkeiten, wie gesagt, die verschiedenen Temperaturen. Ihr seht jetzt die hohe Dampftemperatur. Jetzt könnte ich sagen, ich lasse sie noch stehen, stelle sie wieder runter, damit ich mir in einer Stunde wieder einen Kaffee machen kann. Dann fällt hier langsam die Temperatur. Das dauert auch relativ langsam, also relativ lange, weil das geht, ne? Die kühlt jetzt nur langsam runter, bis ich wieder auf den 0,9 bin. Und dann bleibt sie da. Und dann könnte ich wieder einen Kaffee machen, ohne dass diese Maschine überhitzt ist. Da mussten die Hersteller, wie gesagt, immer alle schauen. Entweder sie produzieren eine Maschine, die auch nach 2 Stunden nicht zu heiß ist und haben die voreingestellt eher so auf 122 Grad, 120 Grad. Oder andere Hersteller, die sind da ein bisschen höher gegangen auf 1,5. Es gab auch welche mit 1,6 Bar, was dann oft zur Folge hat, dass die Maschine schon nach 15, 20 Minuten relativ heiß ist und man gut loslegen kann. Aber wenn ich die eine halbe Stunde laufen lasse, ohne einen Kaffee zu machen, dann schäumt das hier aus der Brühgruppe richtig raus, weil das dann richtig verkocht und viel zu heiß ist. Ich schätze mal, da haben sich alle heute ein bisschen dem angepasst, was im Netz so typisch ist, weil da irgendwo Vergleichsvideos gemacht werden und dann wird geguckt, weil wie viel Grad hält sich die Maschine. Entsprechend ist man da etwas genauer, was diese Einstellung angeht. Früher ist man etwas stärker dran gegangen. Möchte ich, dass die Maschine schnell heiß ist oder möchte ich, dass sie auch nach langem Gebrauch auf einer guten Temperatur ist? Und das könnt ihr jetzt alles hier von außen steuern. Mit der PID, mit einer richtigen PID, könnt ihr das genauer steuern. Aber da habt ihr sicherlich den Nachteil, dass ihr es weniger macht, weil da muss man jedes Mal mit 2 Fingern ins Menü, dann auf die richtige Temperatur auswählen und dann könnt ihr die hoch und runter steuern. Und dass man das mal eben zwischen 2 Kaffees verändert, ist hier, denke ich, wahrscheinlicher, dass man das macht. Wird man sich auch dran gewöhnen müssen, vergisst man vielleicht auch ständig, kann ich noch nicht genau sagen. Wir werden da selber mit rumtesten. Wie gesagt, für uns ist das auch neu, wobei es die Pro 400 auch schon hat. Vielleicht nehme ich die mal für mich mit nach Hause für eine Zeit lang. Dann kann ich auch da mal den Vergleich sehen. Die Pro 400 ist ja sicherlich auch eine gute Alternative zu der Maschine. Die ist nochmal schmaler. Ist nicht ganz so schön vom Gehäuse. Das ist hier einfach schöner gemacht bei der Maschine. Wo wir schon beim Design sind. Ihr habt noch Möglichkeiten, das ein bisschen zu verändern. Ich zeige das hier immer. Hier haben wir, die roten sind jetzt aufgeschraubt. Die roten Augen, Barbol und Aqua. Man könnte das aber auch tauschen und da schwarze drauf machen. Oder auch, wie wir es hier vorne ausgestellt haben, in Holz. Das bauen wir dann um, wie ihr das möchtet. Hier sind es Olivenholzgriffe. In diesem Fall auch mit einem Edelstahl-Siebträger. Da ist der ganze Siebträger anders. Das ist dann Edelstahl und nicht Messing verchromt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das abzugraden und das noch zu verändern. Da machen wir dann meist die schwarzen drauf auf Holz. Da sieht das Rot nicht so gut aus. Das könnt ihr aber haben, wie ihr möchtet. Auch für die Mühle ist das möglich. Haben wir hier oben in dem Fall ein rotes drauf. Aber auch das gibt es in schwarz, wenn ihr das passend haben wollt, weil ihr das tauscht. Passen wir euch das alles an, so wie ihr möchtet. Weitere Alternativen zu dieser Maschine. Von Profitec gibt es aktuell die Pro 500. Die hat auch Drehhebel, die funktioniert etwas anders. Kessel ist ähnlich groß. Der hat dann die richtige PID, da könnt ihr die Temperatur hoch und runter schalten, wie ihr möchtet, kommt aber nicht so praktisch dran, weil die in dem Fall da unten hinter der Schublade liegt. Der Vorteil von der PID, die ihr von außen steuern könnt, ist nämlich normalerweise, dass sie im Sichtbereich ist. Und wenn sie im Sichtbereich wäre, was ich jetzt hier gerade nirgends habe, dann hat ihr auch einen Shot-Timer. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr einen Kaffee bezieht, läuft dieser Shot-Timer los und zeigt euch, wie lang der Bezug war. Das hat zum Beispiel die Technica 5, also die größere von ECM, auch eine PID. Ihr könnt es genau steuern und ihr hättet diesen Shot-Timer. Die Pro 500 hat es nicht, wie gesagt, es ist unten verbaut. Die Pro 600 aber, da kommt im nächsten Video zu, da haben wir erfahren, dass es da neues Zubehör zu gibt und das wird sehr spannend. Und dann werden wir zu der Pro 600 ein Video machen, steht eigentlich schon lange an. Ich habe die selber ein halbes Jahr zu Hause gehabt und ausgiebig getestet. Und da kommt aber jetzt noch ein Zubehör, was wir aktuell noch nicht haben. Und wenn das kommt, dann machen wir dazu ein Video. Die hat es auch außenliegend. Die Pro 600 arbeitet dann aber mit 2 Kesseln. Und damit umgeht man ein wenig diese Überhitzung der Brühgruppe, weil man da die Brühgruppentemperatur in dem einen Kessel genauer steuern kann und in dem anderen Kessel eine hohe Temperatur auswählt für ordentlich Dampfdruck. Und damit ist das ein bisschen umgangen.
Aber man braucht mehr Platz dafür. Und so ein schmales Gehäuse wie dieses hier, das geht auf keinen Fall. Da ist immer der Vorteil von dem Zweikreiser, dass dieser Kessel einfach kompakter ist. Man hat ein riesen Dampfvolumen und trotzdem in einem direkt auch die Erwärmung der Brühgruppe. Und dadurch kann man direkt beides mit dem einen Kessel machen. Was halt ein bisschen den Nachteil mit sich bringt, dass diese Brühgruppe ein bisschen in der Temperatur drüber gehen kann, wenn ihr sie falsch eingestellt habt. Aber das ist jetzt nicht mehr nötig, dank der 6er-Variante. Noch sind aber beide auf dem Markt, also ihr bekommt auch immer noch die 5 und wir werden auch das Video von der Slim 5 noch online lassen, solange wir noch Maschinen davon haben. Dadurch, dass wir nicht wussten, dass es neue gibt, haben wir noch einige. Wir werden die jetzt parallel anbieten. Ihr könnt die beide bei uns haben und wir zeigen euch gerne die Unterschiede. Optisch ist es nicht zu sehen, wie gesagt, außer dass hier unten diese kleine Nase und den Schalter unten drunter, ist es sonst nicht direkt zu erkennen. Da ist das Design beim alten geblieben und das war immer schon stimmig und das ist auch die meistverkaufte Maschine seit Jahren bei uns, weil sie halt so schmal ist, sehr schön, sehr klassisch mit den Drehrädern. Das ist zwar Geschmackssache. Auch dazu könnte ich noch was sagen, das habe ich in dem 5er-Video auch immer schon getan. Und hier ist eine Welle verbaut und darauf ist eine Dichtung und die dreht ihr zu. Das bedeutet, ich habe Dampfdruck und dann kann ich es zumachen, dann ist es zu. Aber jetzt könnte ich ohne Probleme die noch eine Viertel oder auch eine halbe Umdrehung weiterdrehen. Aber ich drehe dann nur eine Dichtung gegen ein Rohr zu und durch die Drehung alleine gibt es da Reibung und der Druck zerdrückt mir nach und nach diese Dichtung. Und das ist durchaus von Nachteil, weil ich mit dieser Spindel immer kaputt mache. Das bedeutet, wichtig bei dieser Maschine ist, die nicht zu feste zuzudrehen, dann halten diese Dichtungen ewig. Ich habe die selber nie kaputt gehabt, aber wir kennen Kunden, die das schon öfter haben. Und wir verkaufen es ungern für Büros. Also für Büros, wo 10 Leute dran arbeiten, da ist immer irgendjemand, der die zuknallt und dann macht man sie kaputt, diese Dichtung. Das selber ist kein Riesenaufwand, die zu tauschen, aber ihr müsst sie hier hinschleppen und das wiederum ist dann doch sehr ärgerlich für so eine Kleinigkeit. Deswegen empfehlen wir für Büros Maschinen mit Kippventilen, aber für zu Hause, wenn man da selber dran arbeitet, ist das kein Problem und wenn man die ordentlich behandelt, haben die nie was. Da sind die dann fast noch wieder problemloser als die Kippventile, wo dann auch Federn ausleiern können und es halt andere Nachteile gibt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Bleibt dran, es wird auch da nochmal ein Update-Video geben. Hier wird es noch eine neue Design-Variante geben, gegen Weihnachten habe ich gehört. Und dann wird es ein Pro 600-Video als nächstes geben. Dauert alles noch ein bisschen, wenn ich die Teile habe, vielleicht Ende des Monats. Bis bald! Yeah.